Dieser hier, Meister Nostradamus, der Cousin. Was steht in meinen Sternen geschrieben? Gutes oder Schlechtes? Der Cousin, Madame, ihm gehört die Erbfolge. Auf seinem weißen Pferd reitet Heinrich, unser Prinz. Ach, Navarras Hoffnungstraum, ach, Navarras Hoffnungstraum. Mit seinen Kameraden reitet er gen Paris. Dort wartet schon Margot, denn es soll Hochzeit sein. Oh, freust du jetzt schon auf dem Pferd, Heinrich? Ist dir deine Kampflust vergangen? Agrippa! Ich liebe den Kampf, weil nichts so ruhmvoll ist, als der Sache Gottes zu dienen. Und ich liebe zu träumen, weil es mir den Tag erhält und Freude bringt. Ein Leben ohne Träume wäre schrecklich. Wie eine Quelle ohne Wasser. Eine Nachtigall ohne Gesang. Navarra ohne die Pyrenäen. Die Erde meiner Heimat. Kleines Land, aber das Schönste der Welt. So ähnlich wie bei deiner allerliebsten Braut. Klein, aber die Schönste der Welt. Und die leidenschaftlichste. Ach, der König ist katholisch und der Bruder der Margot. Aber Heinrich, unser Prinz ist Hugenott. Doch seit 2 Jahren schon ruht nun der Glaubenskrieg und Frankreichs Boden wird nicht mehr mit Blut getränkt. Bring uns Wein, Marion, der weite Ritt macht durstig. Nun komm schon, komm schon. Wer? Oh. Bei meiner Seele. Die beste Nachspeise hierzulande ist der hübsche Schnabel einer Magd. Was hast du, mein Vögelchen? Ich hätte nie geglaubt. Was? Dass die Hugenotten hübsche Mädchen küssen? Nein, dass sie so wundervoll küssen können. Schau, da Heinrich, wer da kommt. La Rochefoucauld. Ich dachte, du wärst im Louvre, mein Teurer, und inspizierst die Röcke der Hofe. Majestät. Majestät. Weshalb diese Förmlichkeiten, Majestät? Ich komme soeben von Paris, in 4 statt 5 Tagesritten, um euch zu warnen. Ein furchtbares Unglück ist passiert. Dann sprich, sprich doch! Die Königin Johanna ist gestorben. Meine Mutter? Meine Mutter. Tot? Das ist nicht möglich. Ich habe doch erst einen Brief von ihr erhalten. Sie spricht von allem, nur nicht von Krankheit. Hat man sie vergiftet? Einige vermuten es. Ihr seid jetzt König von Navarra, mein Prinz. Möge Gott euch allzeit schützen. Gott schütze dich. Gott möge dich beschützen. Gott schütze uns alle. Aber wir schützen uns auch selbst. Die Ermordung der Königin beweist uns, was ich schon immer wusste. Der Waffenstillstand ist eine Täuschung. Keine Hochzeit, Heinrich. Zurück in unsere protestantischen Bastionen und Krieg. Die reformierten deutschen Fürsten werden uns helfen. Und England auch. Nicht immer mochte ich deine Heftigkeit, Condé. Aber heute Abend in meinem Schmerz tut sie mir nur allzu gut.
Und du, Agrippa, deine Meinung? Ebenso wie Condé. Rufen wir unsere Leute wieder unter Waffen und greifen wir an. Ausschweifung, Intrigen, Mord. Der Louvre ist ein Sündenpfuhl. Und eine Falle. Die Hochzeit eurer Majestät mit der Schwester des Königs dient nur dazu, uns in den Louvre zu locken, um uns leichter abschlachten zu können. Meine unglückliche Mutter schrieb mir in jedem ihrer Briefe das Gegenteil. Unsere Position wird unbesiegbar, sobald ich der Schwager des Königs bin. Aber eure Mutter lebt nicht mehr. Nur die Medici lebt in Freuden. Die alte Wölfin, die Giftmischerin. Und Guise, der nur davon träumt, unser Blut zu sehen. Krieg, Heinrich, Krieg. Krieg! Nein. Nein, es ist Unsinn, wenn ihr glaubt, dass wir in Paris wehrlos sein werden. Wir haben Coligny, den der König mehr schätzt denn je zuvor. Und der niemals mächtiger war als jetzt. Der wird uns beschützen. Und ich zwinge die Hexe Katharina von Medici, diesen Meuchelmord zu gestehen. Oh, Katharina und gestehen. Bist du ganz richtig im Kopf, Heinrich? Heinrich, bei allen Schlachten, in denen wir uns gemeinsam geschlagen haben, bei unseren treuen Kameraden, die bei Jarnac und Moncontour gefallen sind und von Wölfen und Raben gefressen wurden. Bei der Königin Johanna, deiner toten Mutter. Kehr zurück nach Navarra. Ich liebe euch alle, wie ihr seid, von ganzem Herzen. Dich, Condé, und dich, Domingue. Aber wir müssen nach Paris. Sofort. Stolziert man immer noch so herum im Louvre? Was soll ich in diesem affigen Kostüm? Die Büffelhaut, mein Prinz, war vielleicht passend für die Reise, aber um unsere gute Königin Katharina zu begrüßen, seid froh, euch in diesem Glanz zu zeigen. Und wann werde ich Sie sehen, eure gute Königin? Ich bin nur schon mehr als eine Stunde hier. Möchte Eure Majestät mir bitte folgen? Guten Appetit, aber lasst mir von dem Schinken übrig, Kameraden. Unsere gute Königin. Mörderische Medici. Ich bring die Wahrheit heraus. Warst du schon ungeduldig? In meiner Arme, mein kleiner König von Navarra, mein kleiner Henricus, mein kleiner Bourbone. Freust du dich über das Wiedersehen mit deiner lieben Tante Katharina? Meine respektvolle Verehrung, Majestät. Ah, er hat seinen Akzent verloren. Bravo! Wie ist dir das nur gelungen? Wie hast du dich verändert, gereift? Ich sehe dich noch als Knaben, als wir mit meinen Kindern das Königreich bereisten. Eure Schneeballschlacht damals in Carcassonne. Du bist ja ein Mann geworden. Während meine armen Söhne, Santa Madonna, noch immer das Gleiche, die Bluterkrankheit. Doch zum Trost, ihre Schwester ist noch die Prinzessin der Schönheit und des Lachens, wie du sie gekannt hast. Ihr werdet sehr glücklich sein, Margot und du. Die einzige Freude meiner alten Tage, das habe ich auch deiner Mutter gesagt. Erklärt mir, Madame, ohne Umschweife, dieser überraschende Tod meiner Mutter, so plötzlich. Verzeih mir, Heinrich. Aber Madame, bitte. Ist da etwas, was ich euch verzeihen müsste? Die Wiedersehensfreude hat mich die Worte des Trostes vergessen lassen, die ich dir schulde. Verzeih mir. Eine so edle Frau, so strahlend und in der Blüte ihrer Tage dahingerafft. Bei mir, ihrer Freundin. Willst du die Wahrheit wissen? Und ob ich das will, natürlich. Vielen Dank, ihr könnt gehen. Ich habe sofort eine Vergiftung vermutet. Ihr? Aber natürlich, mein Kleiner. Diese baldige Hochzeit zwischen meiner Tochter und dir, diese Ehe, künftig Symbol und Garantie für unseren weltlichen und religiösen Frieden. Man braucht kein Politiker sein, um zu erkennen, dass sie tausend Ambitionen, tausend Rachegelüsten widerspricht, oder? Ja. Stell dir nun einen Teufel vor, der nur um diese Ehe zu verhindern, deine Mutter skrupellos vergiftet. Und weiter? Die Aufzeichnungen des Arztes, der die arme Königin Johanna pflegte, stehen dir zur Verfügung. Wie auch die des Chirurgen, der die Autopsie vornahm. Der schöne Leib meiner Mutter? Unter dem Messer? Es musste sein. Ich wollte Gewissheit. Meine Rache wäre erbarmungslos gewesen. Aber nein, keine Spur von Gift.
Eine bösartige Geschwulst in ihrem Schädel, die aufgeplatzt war, hat sie umgebracht. Requiescat in pace. Dachtest du, ich sei es gewesen? Ja, das dachte ich. Dummkopf. Ich brauchte deine Mutter. So wie ich dich brauche. Oh, Heinrich, der Frieden ist zerbrechlich. Er verlangt diesen Bund. Frankreich und Navarra, Valois und Bourbon, Katholiken und Protestanten. Ich liebe den Frieden. Er ist eine Opfergabe an Gott. Von den Menschen, die guten Willens sind. Ich habe viele Erfahrungen, mein Kleiner. Ich werde dir helfen. Aber ich bin eine alte Frau. Und du weißt ja, dass mein Sohn nur dank unseres Goldes König ist. Er ist so schwach, von solcher Unsicherheit, dass ich mich um alle Angelegenheiten kümmern muss. Für die Sicherheit des Staates. Hilf mir, Tesoro mio. Und sei glücklich, hm? Wozu Sie noch weiter verdächtigen, Agrippa? Sie hat mir versprochen, ich kann den Bericht des Chirurgen sehen. Das Chirurgen? Ein Italiener, so wie Sie. Denk bitte nach, Agrippa. Gäbe es eine Verschwörung, uns alle hierher zu locken, in den Louvre und dann umzubringen? Warum sollte die Medici vorher meine Mutter ermorden? Das hätte nur unser Misstrauen wachgerufen. Außerdem. Sieh mal, da. Margot! Mein Cousin, mein Verlobter, mein Heinrich, mein Margot! Alles. Meine Prinzessin, meine Königin! Ich bin hier überflüssig. Ich sehe mich ein wenig an der Seine. Bis später. Da bist du endlich. Noch schöner bist du geworden. Noch viel begehrenswerter. Erinnerst du dich noch an Herr Racke, als du meine Brüste sehen wolltest? Oh ja, willkommen, meine Schönen. Da ich meinen Akzent verloren habe, musst du sie mir jetzt nackt zeigen, wie du es versprochen hast, ja? Komm. Und nun, aus Liebe zu mir, verlass Paris. Oh, ohne deinen Mund, deine Haut, deinen Duft niemals. Dieser Sommer gefällt mir nicht, Heinrich. Zu viele Gewitter am Himmel. Zu viele Blitze in den Augen meiner Mutter. Und Gies. Ja, Gies. Du, die Wärme, das Leben selbst, gibst dich mit diesem Lothringer ab, der kalt ist wie ein Frosch. Du weißt? Gies, die anderen, was kümmern die mich? Ich lieb dich wie mein Leben, Margot. König von Frankreich und seine beiden Brüder als Schmierenkomödiant. Was für ein Trauerspiel. Ihr seid hübsch, Helfer. Euer Antlitz ist rein. Was wollt ihr mit mir tun, mitten im lichten Hain? Mein Lieb, sieh, wie die Rose frisch erblüht, im Licht des jungen Morgen glüht. Die Sonne küsst ihr purpurn Kleid. Der Blütekelch öffnet sich weit. Der Tau, der sie wie Diamanten schmückt. Und ihre Schönheit weit entrückt, die der euren gleicht. Der Erbe Karls des Großen nackt wie eine Straßendirne. Der Thronfolger verkleidet als Mädchen. Mein Gott, wann wirst du deinen Blitz schleudern? Ist das nicht hinreißend? Das hat noch Ronsard gedichtet. Oh weh, seht Süße! Wie in kurzer Zeit die Rose dem Verwelken ward geweiht. Ach, oh weh, die Blüte währte eine Sonne nur, zerstört hast du sie, grausame Natur. Genug! Du spielst mit Absicht, falsch Alençon, um mich lächerlich zu machen. Mich, den König, vor Navarra und vor unserer Schwester. Alençon, ich hasse dich. Du pfuscht mir dazwischen, was ich auch unternehme, um mich zu zerstören. Auch dich, Anjou, hasse ich. Immer dieser verächtliche Blick von dir. Du kannst es nicht erwarten, dass ich sterbe und dir die Krone gehört.
Sire, die Anstrengung dieses kleinen Schäferspiels hat euch offenbar ermüdet. Wir, eure Brüder, sind eure beiden treuesten Diener. Und Meister der Niedertracht! Sollen wir die Jungferngarde hineinschicken, Madame? Hm, wozu denn? Ich kenne meinen Karl. In einer Minute fällt er in Ohnmacht. Ich habe es in den Sternen gelesen. Ihr sterbt vor mir alle beide! Erschöpft durch eure Last und euren gemeinen Verrat! Zerschmettert von unserem gerechten Gott in seinem Zorn! Ich blut. Lass sie. Dieses Blut bringt Unglück. Na bitte. Ist es nicht ein tragisches Schauspiel, unseren geliebten König so leicht verwundet zu sehen? Der König, verehrter Herzog von Guise, ist der König. Seine Untertanen schulden ihm nicht Mitleid, sondern Gehorsam. Wie ihn die Untertanen von Navarra euch ihrem König schulden, Majestät. Mhm. Glückliches Land da unten. Glückliches Volk von Navarra. Es wird die schönste Prinzessin Europas zur Herrscherin haben. Ihr werdet bald etwas Interessantes entdecken, Sire. Die Mutter Natur hat die Haut eurer zukünftigen Frau mit unvergleichlichen Muttermalen versehen und dies an den verschwiegensten Stellen. Verschwiegenheit ist nicht jedermanns Stärke, Monsieur. Diese Muttermale wissen Amüsantes zu erzählen. Zum Beispiel, dass es nicht genügt, von stattlichem Wuchs zu sein und aus Lothringen, um auch im Bett den Wünschen einer Frau gewachsen zu sein. Seine Majestät, der König! Ich fand euer Spiel großartig, mein Cousin. Eure Art, Verse vorzutragen, ist unvergleichlich. Dank dir, Heinrich. Ich liebe die Poesie, denn ohne sie wäre die Welt nur totes Gestein. Ich liebe Ronsard, der diese Verse geschrieben hat. Und ich liebe eure Zuneigung, euren erwiesenen Mut in diesem Bürgerkrieg, der dank Gottes endlich erloschen ist. Eure Heiterkeit, euren Witz. Aber ich hasse diese Frau, die zu heiraten an mich genötigt hat. Ich hasse diese Österreicherin, deren Geschlecht seit Jahrhunderten danach lechzt, unser Frankreich zu vernichten, Karl! Ja, ich hasse euch, Madame. Eure perfide Sippe hält die Niederlande besetzt. Spanien in unserem Süden, unsere Ostgrenzen. Sammelt Söldnertruppen gegen uns. Hetzt sogar den Papst gegen uns auf. Korrumpiert unsere ergebensten Untertanen. Und hat euch in mein Bett gelegt. Nicht zu meiner Freude, sondern um mich auszuforschen. Du wirst das alles für mich rächen, Navarra. Wir beide führen gemeinsam gegen sie Krieg. Mein armes Frankreich soll nicht in der Umklammerung erwürgt werden. Ich fürchte, Sire, ihr lasst den Glauben eurer Untertanen außer Acht. Das erzkatholische Frankreich wird es niemals hinnehmen, euch in einen Krieg gegen Spanien zu folgen, der Bastion der wahren Kirche. Spanien ist unser Feind. Es lebe Coligny. Es lebe der Krieg. Nein, Monsieur. Der Feind ist ihr im Königreich. Ihr, die Hugenotten. Gut. Wenn du es so willst, schlagen wir uns hier und gleich. Mit größter Freude. Ein Hugenotte weniger hier, reinigt die Luft im Louvre. Sie wollen sich umbringen, Madame. Schickt die Garde rein. Tötet uns, Monsieur, statt euch totzustechen. Euch töten? Mit Liebe.
Heinrich. Wo ist er? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ein Königreich der Wollust, der Louvre ein Bordell. Unsere Mutter hat recht, Karl. Röcke sind nicht so gefährlich wie Schwerter. Aber hoffentlich hast du es auch bemerkt. Es war ein Hugenotte. Condé hat mit dem Streit begonnen. Du und dein Hass. Wo ist Heinrich? Machst du dir Sorgen um ihn? Ja. Ich muss nach Navarra zurück, Collinier. In Paris verkomme ich. Gut, dass Eure Majestät hierher gekommen ist. Ich werde euch den Frieden wiedergeben. Was für einen Frieden, Herr Admiral? Mit einem armen, irren König? Mit Guise, der die wahre Macht hat und die Intrige auf allen Gesichtern? Guise hat keineswegs die Macht. Wer leitet die Angelegenheiten Frankreichs? Er oder ich? Und was die Intrigen angeht, die werden von selber verschwinden. Der Krieg gegen Spanien wird nicht nur um Spaniens Willen allein geführt. Er wird es mir erlauben, all diese feinen Herren vom Hof außerhalb des Landes zu beschäftigen, damit sie hier bei uns keinen Unfug mehr treiben. Und es wird mir gelingen. Oder ich will nicht Coligny heißen. Geht es euch jetzt besser? Ich verehre euch und habe den größten Respekt. Aber ich verkomme hier. Verkommt noch ein paar Tage. Bis zu eurer Hochzeit. Bis ihr in den Krieg gegen Spanien zieht. Königin Johanna, eure Mutter, bittet euch darum. Von jenseits des Grabes. Ich höre, wie sie sich nähert durch den Sturm dieser Nacht. Ihr Pferd galoppiert den Fluss herauf. Sie kommt näher. Gleich öffnet sich die Tür. Sie öffnet sich. Heinrich! Margot! Oh, mein Heinrich! Bon verre. Er wird den Rat jeden Augenblick verlassen. Ich vertraue auf euch. Ihr könnt auf mich bauen. Es ist ein Kinderspiel. Kaum bist du meine Frau, schon gibst du dich mit anderen Männern ab. Ich gehe weg von Paris, der Krieg ist ehrlicher. Aber ich liebe doch nur dich, mein kleiner Hugenotte. Und du? Denkst du an mich, wenn du bei meinen Ehrenjungfern den Kavalier spielst? Du bist die Königin von Navarra. Ich will einen Sohn, von dem ich weiß, dass er von mir ist. Und nicht zufällig die Frucht einer Schäferstunde oder von Guise. Guise hat mich schon lange nicht mehr berührt. Also wer sonst? Wer? Dieser Hut, von wem ist er? In der ersten Nacht nanntest du mich Margot das Feuer. Beklage dich jetzt nicht, wenn ich brenne. Leb wohl, Margot. Leb wohl, Louvre. Leb wohl, Paris. Heinrich! Heinrich! Ein Kerl hat versucht, den Admiral zu ermorden. Gedungen von Guise. Aus dem Hinterhalt mit einem Schuss. Komm, gehen wir. Coligny, mein Freund. Ich bleibe in Paris, bis der Schuldige bestraft ist. Alles in mir schreit nach Rache. Dies war kein politisches Attentat. Es bricht nicht den Waffenstillstand. Nein, der Attentäter war von Guise gedungen. Dieser Schuss hat uns allen gegolten. Er hat mir allein gegolten. Der Herzog von Guise hat immer geglaubt, aufgrund gefälschter Berichte, ich hätte damals seinen Vater ermorden lassen. Oh. Er wollte es mir heute vergelten. Nichts weiter. Schande! Schande! Oh, Schande über mein Königreich, der beste aller Franzosen aus dem Hinterhalt beschossen, Feige! Ich danke Eure Majestät für Eure Anteilnahme. Dieser meuchelmörderische Anschlag ist ein Wink des Himmels, mich an meine Nichtigkeit zu erinnern. Gelobt sei der Herr. Wird er sterben? Nein, Sire. Er hat nur viel Blut verloren. Aber Monsieur Ambroise Paré sagt, er wird genesen. Wenn sich Admiral Coligny nicht gerade zufällig gebückt hätte, um seinen Schuh zuzubinden, hätte ihn der Schuss in den Kopf getroffen.
feige Mörder! Ich habe das Gefühl, Sire, dass ihr mich in letzter Zeit nicht mehr mögt. Gies ließ auf den Admiral schießen. Aber hinter Gies steht ihr beide. Du, weil du der Lieblingssohn unserer Mutter bist. Und ihr in allem nur zu gehorsam folgt, selbst in der Gemeinheit. Und ihr, weil ihr die Macht nicht aus der Hand geben wollt. Als die Gies allmächtig wurden unter meinem so früh verstorbenen Bruder Franz, habt ihr sie bekämpft, zusammen mit Coligny. Aber heute, da Coligny meine ganze Gunst besitzt, steckt ihr mit Gies zusammen. Für Frankreich, mein Sohn. Für eure persönlichen Pläne! Aber ich werde euch das vereiteln. Der Hass ist also wieder aufgebrochen. Ich lese im Gesicht unseres geschätzten Navarra, dass die Protestanten dieses stupide Attentat rächen wollen. Unsere Katholiken werden darauf mit gleichem Zorn zurückschlagen. Und weißt du, Karl, wer das erste Opfer dieser Abscheulichkeiten wird? Du. Ich werfe Heinrich am meisten sein blindes Vertrauen in den Admiral vor. Unser verehrter Coligny kann vor Altersschwäche einen Wolf nicht von einem Schaf unterscheiden. Es ist Wahnsinn, sich allein auf ihn zu verlassen. Ihr Urteil sehr hart. Sehr hart? Ich will nur die Sache der Protestanten retten. Und unsere Haut. Darum müssen wir so bald als möglich alle Papisten im Louvre niedermachen, bevor sie Unheil anrichten können. Selbst unsere junge Königin? In ihrer Schönheit, in ihrer Reinheit? Auch euch hat sie Honig ums Maul geschmiert. Sie ebenfalls. Sie ist die leibliche Tochter der Medici. Gies hat sie vor Heinrich gehabt. Vielleicht ist er heute noch ihr Liebhaber. Diese Spionin, diese Dirne, unsere Feindin. Ist der König nicht bei euch? Wir erwarten ihn auch, Madame. Er ist beim Herrn Admiral. Ich muss ihn sprechen. Schnell, nehmt eure Waffen. Die Losung? Frankreich und Navarra. Alles in Ordnung, Lars Foucault. Hört her, eine gute Nachricht. Admiral Coligny wird genesen. Ich bin sehr müde. Gute Nacht, meine Kameraden. Gute Nacht, Heinrich. Ihr müsst euch im Zimmer geirrt haben, Madame. Ich bitte dich. Ich muss dich sprechen. Sofort. Nun, dann sprich und geh in dein Schlafzimmer zurück. Sprich doch zum Teufel! Was ich auch sage, es wird Verrat sein. In der Nacht werden sich die Männer der Liga an diesen Armbinden erkennen. Ich will nicht mehr. Ich mache das nicht mit! Seid nicht kindisch, Sire, es ist zu spät. Du solltest dich lieber bei uns bedanken. Runter mit der Armbinde sofort. Das weiß, das ist der Tod. Ich sehe ihn mit seinen Pferden, seiner Sense. Majestät führt ihr nicht zu sehr in Versuchung. Der Tod liebt die, die sich fürchten. Du Hexe, Teufelsweib. Hättest du mich weggestoßen, würde ich dir nicht sagen. Aber jetzt habe ich den Mut dazu. Meine Mutter, Anjou und Gies beraten sich mit dem König. Insgeheim. Und es gibt keine unschuldigen Geheimnisse. Bist du sicher, dass sie sich treffen? Bei meinem Leben. Bei dem deinen. Komm dir! Ich gehe zum König. Ich werde alles erfahren, verdammt! Condé! Was ist hier? Kommt! Sturm läuten.
Danke, meine Freunde, vielen Dank. Das hast du jetzt davon, Kalevin! Tod den Hugenotten, tot! Wir haben sie gefangen. Bewacht die Türen! Endlich könnt ihr beiden mir nicht mehr schaden. Verrat! Ich bin ein Prinz von Geblüt! Ich, König von Navarra! Euer Cousin, euer Schwager! Hugenotten seid ihr! Tod den Hugenotten! Eure Religion, eure Verdammte, verleugnet die Heiligen unserer Kirche! Aber ich schwöre euch, ihr kleinen Protestanten, dass ihr den heiligen Bartholomäus nicht so schnell vergesst! Sieh nur, wo du uns hingeführt hast, Heinrich! Und du, schau aus diesem Fenster da! Siehst du da den prächtigen Hochzeitszug? Euch und euren Hugenottenfreunden schenke ich eine blutige Hochzeit! Für das Wohl Frankreichs! Was soll dieser Wahnsinn? Morgen früh wird der Herr Admiral... Es gibt keinen Herrenadmiral mehr! Niedergemetzelt! Wie all die anderen! Morgen! Morgen wird die Seine rot sein! Ihr Mörder, verflucht sollt ihr alle sein! Wir waren königstreu! Warum dieses Blut? Genug! Ihr habt eine Minute. Die Bekehrung oder der Tod? Lieber den Tod als katholisch! Verschont, Heinrich, bitte! Gut, dass du gekommen bist, mein Völkchen. Liebste Margot. Zu jeder Zeit bereit. Für jeden, der sie will. Schweig genug! Noch gebe ich ihr die Befehle. Führt sie weg! Ich werde deinem Gatten von deinen Abenteuern erzählen. Verschont, Heinrich! Assassino! Hanrei! Assassino! Du, den ich so geliebt habe. Für dieses Blut hasse ich dich jetzt. Ich hasse mich noch mehr. Deine Verzweiflung angesichts der Schrecken dieser Nacht ist meine. Man hat mich dazu gezwungen. Aber du bist der König. Ich wäre ermordet worden, hätte ich die Befehle nicht unterzeichnet. Ich habe jetzt noch Angst, dass sie mich töten, daher spiele ich den Verrückten. Aber ich bin nicht verrückt, Heinrich. Außer vor Schmerz und vor Scham. Ich flehe dich an, schwöre ab, nur so kannst du dem Tod entgehen. Und Conde? Glaub mir, er wird fliehen. Ich verspreche es dir. Oh, meine Treuen. Sauveur. Frontenac. Malicorne. Pages. Und du, Rochefoucauld, ihr musstet sterben nur meinetwegen. Oh Gott. Und ich bin daran schuld. Ich werde Abbitte leisten in alle Ewigkeit. Ich flehe dich an, Heinrich. Konvertiere bitte. Zu dieser Religion, die mordet? Niemals. Ich gehe. Hast du es noch nicht begriffen? Du bist ein Gefangener. Wie ich.
Sieh dir das an. Sie treiben mich zum Wahnsinn. Seit Monaten dauert nun schon dieser Albtraum. Sie folgen mir auf Schritt und Tritt. Dabei habe ich mich doch gebeugt zum Teufel. Komm, ich lass dich die Gefangenschaft vergessen. In deinem Bett? Verzeih mir bitte. Ich bin dein Freund, Margot. Ich habe begriffen, dass du ohne Bosheit bist. Ich werde auch deine Freundin bleiben, Henricus. Für immer. Dann, guter Gott, sag deiner Mutter, sie soll mir die Freiheit geben. Ich verfaule hier. Würdest du es an ihrer Stelle tun? Sie starb 1000 Tode, als sie von Condis Flucht hörte, dass er Truppen gegen uns sammelt. Und du willst, dass sie dich zu ihm lässt? Ich habe meiner Religion abgeschworen, wie von mir versprochen. Ich bin Katholik geworden. Was will sie noch mehr? Ein zweiter Glaubenswechsel kann den ersten aufheben. Das hat es schon gegeben. Und was es noch geben wird zum Teufel, ist, dass ich den Louvre verlasse. Du wirst ihn verlassen. Als freier Mann? Der beste Beweis, ein guter Katholik zu sein, ist, gegen die Hugenotten zu kämpfen. Meine Mutter hat entschieden, dich zur Belagerung von La Rochelle zu senden. Unter dem Befehl Anjous. Niemals! Dazu hat sie kein Recht. Sie verlangt von mir Verrat. Ich bitte dich inständig, Heinrich. Wenn du dich weigerst, bist du ein toter Mann. Gut. Dieser Navarra und dein General. Ein Maulwurf ist er. Wühlt und wühlt im Dunkeln. Ein Maulwurf. Gäbe es einen Weg zu seinen Freunden nach La Rochelle zu kriechen, er würde nicht zögern, glaubt mir. Heuchlerische Katholikenmaske. Hugenottenherz. La Rochelle anstelle des Louvre. Ich habe nur das Gefängnis gewechselt. Die wollen mich prüfen, Montaigne. Niemals ziehe ich den Degen gegen meine protestantischen Brüder. Wenn Anjou euch dazu zwingt... Dann töte ich ihn, selbst wenn ich dafür sterben müsste. Ihr seid König von Navarra und ihr habt keinen Sohn. Das Sterben ist euch untersagt. Und Anjou könnt ihr nicht töten. Er ist der Thronfolger Frankreichs. Und wird bald in Polen herumstolzieren. Wo die Medici ihm die Krone gekauft hat, als Spielzeug. Mörder! Ihm klebt doch das Blut der Bartholomäusnacht an den Händen. Ist nicht genug gemordet? Anjou zu töten ist Gottes Gebot. Lass Gott damit in Frieden. Er muss in diesem Krieg schon für so vieles herhalten. Alles, was ich sehe, ist Ehrgeiz der Mächtigen, Not und Leiden für das Volk. Wir holen die Kastanien aus dem Feuer. Für England, für Spanien. Die Tapferen von La Rochelle schlagen sich für ihre Religion. Wie viele in beiden Lagern kämpfen für ihre Religion? Es genügt nicht einmal für eine Kompanie von Gendarmen. Wie könnt ihr es nur wagen? Die Großen sind gierig nach der Macht, die Kleinen wollen plündern. Gott ist nicht das Ziel. Nur der Vorwand. Ihr wollt mir sogar Gott wegnehmen. Ihr liebt mich nicht mehr, Montaigne. Ziel, ich kenne euch, seit ihr als Kind die ersten Worte stammeln lerntet. Wozu wäre ich denn heute gekommen, als euch meine Zuneigung zu versichern, im bittersten Augenblick eures Lebens? Im Augenblick der Verzweiflung? Ach, ich bin nur ein Bauernsohn, wie ihr wisst, und sitze in meinen Büchern begraben wie eine Maus im Käse. Aber ich kenne eine Wahrheit und schenke sie euch. Die Macht, die Gewalt vermögen vieles. Aber nicht immer und nicht alles. Was gibt es denn sonst noch, mein Freund? Wir leben in blutiger Zeit. Die Güte gibt es noch. Ich werde gut sein, wenn ich frei bin. Meine Damen, ich denke, wir haben gesiegt. Eine hübsche Kriegsnest, Alasson. Und hübsche Aussichten. Mein Bruder Karl, der sich mit seinen Gespenstern in Vincennes amüsiert. Mein Bruder Anjou, der in Polen den gekrönten Affen spielt. Meine Mutter, die sich plagt, Guise zu schwächen, den sie erst hochgepäppelt hat. Die Stunde ist endlich gekommen, um meine Karte zu spielen. Und du, wo willst du hin? Das fragst du noch? In meine Heimat will ich. Mit mir? Wenn du brav bleibst, auch mit dir. Bei Gott, ich will nicht mehr im Schatten leben. Ich habe zu viel gelitten. Unser Herr beschütze unseren Weg. Das Übrige lass meine Sache sein. Ihr hattet nicht einmal den Mut, als Männer zu fliehen. Wenn Unrecht einen gefangen hält, sind alle Mittel recht. Eure Soldaten haben mich geschnappt. Aber bei Jesus, ich werde wieder fliehen. Unglück ist ein guter Lehrmeister.
Er gibt uns bittere Lehren auf, aber zu späterem Gewinn und Sieg. Wo sind Sie, meine Siege? Jedes Mal, wenn ich zu fliehen glaubte, erniedrigt mich die Medici. Ich bin 21, Agrippa. Und ein Nichts. Du wirst einmal sehr mächtig sein, mein geliebter Heinrich. Auf dem Totenbett sehen Frankreichs Könige die Zukunft. Unser letztes Privileg, ehe wir vor Gottes Thron erscheinen. Die Blutung lässt nach, siehe. Ihr werdet nicht sterben. Meister Nostradamus hat sich nicht geirrt damals. Erinnerst du dich noch, wie er dich vor unser aller Augen erkannt hat? Diesem gehört die Erbfolge. Ich erinnere mich noch. Du glaubtest, es wäre Navarra. Ja, siehe. Du bist vom Schicksal zu viel höherem berufen. Ludwig dem Heiligen nachzufolgen. Mein Bruder Anjou kehrt aus Polen zurück und wird regieren. Hier. Nach meinem Tod. Aber eines Tages, Henricus, wirst du König von Frankreich sein. Der König aus dem Süden. Was sagtest du, mein armer Karl? Nicht. Maman. Ich sterbe. Ich komme. Coligny. Ich komme. Der König! Habt ein Auge auf Navarra. Der Port! Mein Poet! Oh, seid so nett. Führt mir diese Biesterchen spazieren. Sie ersticken in meinen Gemächern. Biesterchen, Sire? Eure Majestät scherzen. Diese Hunde sind von einer Anmut, die selbst unseren großen Petrarca zu Versen inspiriert hätte. Ich werde euch ein Sonett widmen, im italienischen Stil. Vier Beine, viel Geliebte, die ihr seid. Euer Fell, ein Seidenkleid. Welch Trauerspiel. Wir halten für das Königreich unseren Kopf hin und das hier ist alles, was der König tut. Er nennt diesen Deport als Nachfolger von Ronsard zum Hofpoeten und lässt ihn seine Hunde spazieren führen. Deport verfasst recht nette Gedichte übrigens. Frivolitäten. Offenbar scheint der Thron unter eurem Cousin Heinrich III. Genauso wurmstichig zu sein wie unter dem beklagenswerten Karl. Gott sei ihm gnädig. Darf ich eurer Majestät eine Frage stellen? Aber ja, mein lieber Giese. Warum nicht? Unter Freunden? Ihr habt euer Glück bisher zweimal mit des Königs Bruder Alençon versucht. Ohne Erfolg, freilich. Doch diesmal ist sein Aufstand wohl durchdacht und gut ausgerüstet. Das halbe Königreich steht in Flammen. Und ihr seid nicht dabei? Ich habe genug von all diesen Aufregungen. Und bleibt Gefangener im Louvre. Ja. Ich liebe nun mal die Frauen bis zur Tollheit. Und hier im Louvre findet man die Schönsten. Gott möge mir verzeihen, ich bin ein Mann der Liebe. Aber ihr, mein lieber Guise, ihr seid Politiker. Warum lasst ihr Alençon sein Unternehmen alleine zu Ende führen? Das ist mir unbegreiflich. Sollen doch die Valois sich untereinander bekriegen. Ich will nur Paris. Wer Paris hält, besitzt Frankreich. Guise, unser schlimmster Feind von allen. Dieser räudige Hund, der den ermordeten Coligny mit Füßen trat. Ich habe dir viele deiner Schwächen verziehen. Aber diese schändliche Freundschaft mit Guise vergiftet alles, was ich je empfunden habe für Eure Majestät.
Adieu. Halt, Agrippa. Du riesengroßer Dummkopf. Du lachst auch noch? Über dich, Einfaltspinsel. Ja, Agrippa, ich bin zu einem Fuchs geworden in diesem Gefängnis. Um daraus zu fliehen. Die Medici hat mich gebeten, mit Giese anzubändeln, unauffällig. Um ihn auszuforschen. Aber ich spiele mit ihm mein eigenes Spiel. Die Ehrlichkeit hat mich zu viel gekostet. Zu viele Freunde, zu viel Erniedrigung. Es lebe die Verschwiegenheit. Ich vergesse meinen Zorn und bewundere deine Gelassenheit. In diesem verkommenen Louvre möchte ich manchmal alle umbringen. Ich auch. Nur nicht den König. Hast du mir nicht erzählt, du hättest ihn nur mein Haar erschossen, vor La Rochelle? Da war ja nur der Herzog von Anjou. Aber jetzt ist er der König. Keine Nachricht von Ihrer Majestät, meiner Mutter. Nein, Sire, aber da ist seine Majestät, der König von Navarra. Oh, Heinrich. Ich bin so müde. Ein Jahr voller Anstrengung und wofür? Ich reichte meine Hand den Katholiken. Sie verraten mich an Spanien, an den Papst, an alle Welt. Mut, lieber Cousin. Du hast einen Auftrag von Gott. Auch den Protestanten reichte ich meine Hand. Aber du kennst sie ja. Sie wollen einen Staat im Staat. Das lasse ich nicht zu. Sie wollen nur nicht wieder abgeschlachtet werden. Die Staatskasse ist leer. Condé verwüstet die Burgundei. Guise wird zum König von Paris. Und Alençon, dieser Judas, der geborene Verräter seiner Brüder, will mir mit seinem Aufstand an den Hals. Wie war es schön? Wie war es ruhig in Polen? Dennoch muss Frankreich gerettet werden. Es bleibt ein Weg. Meiner Mutter vertraue ich nicht, Heinrich. Sie wird jetzt in Angers meinem Bruder Alençon alles unterschreiben, um auf seinen Schultern wieder die Macht zu erlangen. Du hättest sie eben nicht dahin schicken dürfen. Wenn du ertrinkst, greifst du nach jedem Ast, der sich anbietet, selbst einem Morschen. Also, dein Weg? Reite morgen nach Angers und töte meinen Bruder. Und wenn du zurückkommst, ernenne ich dich zum Generalleutnant des Königreichs. Und du bist frei. Und der mächtigste in Frankreich. Nach mir. Die Macht, die Gewalt vermögen vieles. Aber nicht immer und nicht alles. Du weigerst dich? Siehe, mit Mord allein lässt sich nicht herrschen. Denn sonst ist man sehr bald allein. Warum halten wir? Der Staub der Reise, Majestät. Wir nehmen den Staub mit nach Paris. Avanti, Cretino. Cretino, avanti. Hey, hey. Mit viel Mühe habe ich deinen Bruder bewogen, dir einen Waffenstillstand zu gewähren. Gewähren? Gewähren? Ha, mir, dem König. Aber er will dafür einiges. Ganze Landstriche, Privilegien, Garantien. Er will mir an den Hals. Und ihr auch, Mama, weil ihr nicht überredet habt. Welches Gewicht haben Worte, mein Sohn, wenn dahinter weder Harnische noch Goldstücke glänzen? Zeig es mir, dieses Schandpapier. Henricus, mein kleiner Navarra. Eure Majestät? Gut, dass du dich diesem Aufstand nicht angeschlossen hast. Aber du siehst blass aus. Zu viele Geliebte. Zu viele heiße Nächte. Komm morgen mit zur Jagd. Du benötigst frische Luft. Lustiges Ausreiten, das weite Feld. Hey! Sie bietet mir die Freiheit an. Sicher, ich sage dir, es ist wieder eine Falle. Der Beweis. Siehst du die da? Die wollen dich einmal mehr einfangen. Nein. Sie sind da, weil die Medici auf diese Weise den Schein wahren will, bewusst. Damit sie Überraschung heucheln kann, wenn ich geflohen bin. Berechnung. Sie hat deine Mutter ermordet. Sie hat Coligny töten lassen. Und du bist der Nächste. Sie ist der Teufel in Person. Genau das. Sie ist raffiniert. Was tätest du, wenn du sie wärst? Alençon plündert die Güter der Krone, Guise bereitet den Sturz des Königs vor. Was nützt es also? Den König von Navarra noch im Louvre festzuhalten, als Gefangenen.
Wohingegen, wenn ich draußen in Freiheit wäre. Was kann sie davon profitieren, wenn sie einen Gegner mehr hat? Agrippa, warum begreifst du nicht? Ich sammle die Protestanten um mich. Ich sammle Truppen. Und für wen bin ich eine Bedrohung? Jetzt begreife ich. Machiavelli. Für Alençon und für Guise. Die Medici findet so Entlastung und ich meine Ehre wieder. Hast du gesehen, wie sie mir zulächelt? Das fürchte ich am meisten. So hat sie dir auch zugelächelt vor der Bartholomäusnacht. Hauptmann! Gebt mir mit euren Leuten Eskorte! Sehr wohl, Majestät! Mach dich bereit, Agrippa! Begleitet mich zurück in die Stadt. Avanti! Los! Wir sind frei! Wir sind frei! Komm, Kamerad! Komm!